Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Professor Colin Devi vorstellen. Er ist Geologe und wird auf der ersten Forschungsfahrt der Sonne mit dabei sein. Am 15. Dezember geht es schon los. Herr Devi, was ist denn Ihr persönliches Highlight unter den Gerätschaften an Bord? Schwer zu sagen, da ist so viel an Bord. Wenn ich eine Auswahl aber treffen muss, würde ich sagen, das Fächolot. Das ist wirklich ein hochentwickeltes Gerät mittlerweile. Und wenn wir damit fahren und den Meeresboden kartieren, dann ist es so, als wenn man mit einer Taschenlampe durch die Gegend geht und plötzlich alles sieht, was man vorher nicht gesehen hat. Das ist jeden Tag, jede Stunde ist eine Entdeckung auf so ein Schiff. Großartig. Und das ist natürlich etwas, was es an der früheren, an der alten Sonne nicht gab. Das heißt, Sie haben viel mehr Möglichkeiten jetzt. Auf der alten Sonne gab es ein alte Fächerlot, aber die Technologie ist weitergegangen. Man hat, die Menschheit hat festgestellt, dass der Meeresboden zunehmend wichtig wird. Wir wissen von Lagerstätten und Erzvorkommen und so weiter, hören wir oft in den Medien. Und daher sind die Entwicklungen in Richtung Kartierung des Meeresbodens gehen relativ schnell voran. Sie interessieren sich ja besonders für den Meeresboden, besonders für die Tiefsee. Ich glaube, 60% der Erdoberfläche liegen unter 3000 Meter unter Wasser. So stimmt's, ja. Wahnsinn. Und Sie haben uns von dort was mitgebracht, nämlich diesen Lavabrocken. Was ist das Besondere daran? Ist er anders als das, was ich an Land finden würde? Wissen Sie, das Besondere daran ist, dass er gar nicht besonders ist, weil 60% unseres Planeten besteht aus diesem Stein. Es ist ein Lavastein, der ist unter Wasser ausgebrochen. Man sieht seine glasige Oberfläche. Das ist, weil er so schnell abschreckt, wenn er in Kontakt mit dem kalten, tiefen Meereswasser kommt, dass es Glas bildet. Ich habe es nur mitgebracht, weil es wirklich ein Stein ist, den die meisten Leute nie gesehen haben. Aber trotzdem, unser Planeten besteht zum großen Teil daraus. Was können Sie daraus lernen, wenn Sie das jetzt vom Boden geholt haben? Ja, was wir damit tun, ist, wir malen das auf, wir machen geochemische Untersuchungen, wir gucken nach der Zusammensetzung, gucken, in welche Tiefe er entstanden ist, wie tief schmelzt denn die Erde, um so einen Magma zu produzieren, zum Beispiel, ist eine Frage, die wir nachgehen. Eine große Frage, die ja viele Tiefseeforscher auch haben, ist die Frage nach der Entstehung des Lebens, das ist möglicherweise da unten in irgendwelchen schwarzen Rauchern entstanden ist. Interessiert Sie das auch? Oh ja, auf jeden Fall. Und eigentlich ist es nicht nur die Erdforscher, sondern auch die Astrobiologen, wie sie heißen, interessieren sich auch dafür, weil man ist sehr daran interessiert zu wissen, ob es Leben auf andere Planeten gibt. Und da müssen wir wissen, wie es auf unserer Erde zustande gekommen ist. Aber in der Tiefsee könnte durchaus ein Ort sein, wo es zu allerersten Mal Leben gab auf diesem Planeten. Was man ja auf jeden Fall vermutet, ist, dass am Meeresboden sehr viele Rohstoffe vorkommen. Manganknollen zum Beispiel. Ja. Werden Sie das erforschen und für wie gefährlich halten Sie denn da einen möglichen Abbau dieser Rohstoffe? Ich würde gerne eine Antwort geben. Wir kennen so wenig über den Tiefsee, dass ich glaube, keiner kann sagen, wie gefährlich oder wie produktiv der Tiefsee oder wie gefährlich das ist, das abzubauen oder wie produktiv das sein könnte. Und daher brauchen wir Schiffe wie die Sonne, um tatsächlich dahin zu kommen, immer wieder zu untersuchen, was da unten los ist. Ja. Gibt es eigentlich auf der Sonne nur Wissenschaft oder gibt es da auch noch ein Leben nach der Arbeit? Selbstverständlich. Wir sind Menschen. Es ist auch ein großes soziales Experiment. Jede Fahrt ist ein soziales Experiment. Es hat schon Hochzeiten gegeben nach einer Fahrt. Es hat schon Scheidungen gegeben nach einer Fahrt. Okay. Es gibt auch, man lernt die Menschen gut kennen, man sucht seine Truppe ein bisschen aus. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie würden in den Bergen gehen mit insgesamt 70 Leute und Sie würden da 2 Monate fast verbringen. Da würden Sie schon aussuchen, wer es ist. Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass alles gut geht. Mast und Schotbruch, wie die Seeleute sagen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Devi.